Bestimmte Mückenarten haben bei den derzeitigen Wetterverhältnissen ideale Brutbedingungen. Wird es daher in den nächsten Wochen und Sommermonaten zu einer Mückenplage kommen? Das erfahrt ihr in diesem Video. In Deutschland sind derzeit besonders aktive Stechmücken unterwegs. Und zwar sind das Mückenarten, die sich nur mit einer Generation pro Jahr entwickeln. Also der Großteil der Wald- und Wiesenmücken. Diese sind im Vergleich zu Hausmücken etwas größer und teilweise aggressiver. Die gemeine Hausmücke verbreitet sich ebenfalls jetzt schon, also etwa 2 Wochen früher als sonst. Auch an Flussauen und an Seeufern sind derzeit besonders aggressive Stechmücken unterwegs. Die sogenannten Überschwemmungsmücken. Sie sind abhängig von schwankenden Wasserständen und können sich vielerorts gerade im Augenblick besonders gut entwickeln. Die Wärme, gebündelt mit Feuchtigkeit, hat in den vergangenen Wochen die Eiablage der blutsaugenden Weibchen stark begünstigt. Damit werden wir mit Sicherheit in bestimmten Regionen mit mehr Mücken zu kämpfen haben. Eine invasive Art, die asiatische Buschmücke, sorgt ebenfalls in fast allen Bundesländern durch die Gegend und ist seit April bereits sehr aktiv. Bestimmte exotische Stechmückenarten sind oft Überträger gefährlicher Krankheitserreger. Und genau diese Arten breiten sich im Augenblick zunehmend aus. So seien in den vergangenen Jahren unter anderem 5 neue Stechmückenarten in Deutschland identifiziert worden. Das haben Forschungsteams anhand des Mückenatlas sehen können. Fest etabliert im gesamten Bundesgebiet haben sich nicht nur die asiatische Tigermücke und die asiatische Buschmücke, sondern auch die koreanische Buschmücke. Diese exotischen Arten können tropische Erreger wie Zika oder Dengue-Viren übertragen und sind nun leider in Deutschland nicht mehr auszurotten. Droht uns nun aber auch ein besonders mückenreicher Sommer? Laut Expertinnen ist das so wetter- und temperaturabhängig, dass sich die Entwicklung kaum über längere Zeiträume vorhersagen lässt. Mücken mögen es feucht und warm. Und wenn eine dieser Komponenten wegbricht, dann ist es für die Mücken schwerer, sich fortzupflanzen. Bei Trockenheit zum Beispiel finden die Insekten keine Brutplätze, in denen sie ihre Eier ablegen können. Dann fliegen sie wochenlang schwanger durch die Gegend. Wenn es wiederum regnet und nicht wärmer wird, zieht sich die Entwicklungszeit für den Aufbau der Population in die Länge. Doch wir alle können etwas gegen die Ausbreitung von Stechmücken tun, indem wir nämlich mögliche Brutstätten beseitigen und Regentonnen abdecken.